Es war der 28. August 2009, es schlug ein wie eine Bombe. Bayern hat einen neuen, er kam aus Madrid und schon einen Tag später stand er auf dem Platz mit der Nummer 10 da. Debüt gegen Wolfsburg, wer hätte schon gedacht? Er kam in Halbzeit 2, schoss direkt einen Doppelpack. Die Rede ist von Arjen, Mr. Wembley Robben. Selbst von tiefsten Krisen ließ er sich nicht stoppen. Egal wie oft er fiel, er stand immer wieder auf. Er gab alles für das Team, nahm Verletzungen in Kauf. Immer wenn es brenzlig wurde, konnte man auf ihn zählen. Er nahm das Heft in die Hand, ging seinen Weg. Ehrgeiz ohne Ende, spielte meistens ganz stark, gibt alles für den Sieg. Ein Motor der Mannschaft, genau aus diesem Grund sind wir Fans so dankbar. Genau aus diesem Grund sind wir Fans so dankbar. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Egal ob gegen Dortmund, Madrid oder Chelsea, im Pokal gegen Schalke oder auch in Wembley. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Elfer verschossen, Elfer versenkt, Tränen vergossen, Siege geschenkt. Ich weiß, als wäre es gestern, da wir alle so entsetzt waren, als ein Teil sogenannter Fans dich so sehr verletzt hat. Man konnte den Schmerz fühlen, der dir in den Augen stand. Auch mir blieb das Herz stehen, weil ich es kaum glauben kann. Hast auf die Zähne gebissen, dich für die Mannschaft zerrissen und auf die, die gepfiffen haben, einfach geschissen. Das war gut so. Du bist ein Teil von München, weil du immer alles gibst. Lieben dich die Menschen. Unvergessen deine Tore in Champions League und Bundesliga. Dein Tor in Wembley. Halte unsere Wunden wieder. Dieser Moment, woran ich immer wieder denk. Und danke dir, Arjen, du hast ihn uns geschenkt. Du bist ein Vorbild für Kampf und Charakter, für Einsatz und Wille. Alles ist machbar, von unten nach oben. Gehasst und vergöttert, um dich zu beschreiben, fehlen mir die Wörter. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Egal ob gegen Dortmund, Madrid oder Chelsea, im Pokal gegen Schalke oder auch in Wembley. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Elfer verschossen, Elfer versenkt, Tränen vergossen, Siege geschenkt. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Egal ob gegen Dortmund, Madrid oder Chelsea, im Pokal gegen Schalke oder auch in Wembley. Dank an unsere Nummer 10, Arjen Robben. Er kam, sah und siegte, war nicht zu stoppen. Elfer verschossen, Elfer versenkt, Tränen vergossen, Siege geschenkt. Elfer gegen Dortmund verschossen, scheiß drauf. Elfer gegen Chelsea verschossen, scheiß drauf. Arjen Robben, unser Held, Mr. Wembley, dank dir gewann Bayern das Endspiel. Danke, Arjen.